Hallalala. Hallalala. Haben schon gespawnt? Ja. Und da bist du? Irgendwie, ich bin in Lupyangs Bay. Oh Gott, bist du ganz oben im Norden. Aber ich bin irgendwie am Schwimmen. In der Erde. Ja, lauf mal einen Meter, dann müsstest du raus. Jetzt bin ich raus. Hilfe. Hier ist nix. Komm ich mal abholen. Ja. Wenn du da Lubansk bist, ist da direkt eine Stadt mit einer Baracke und alles. Ah, nicht eine Stadt, sondern ein großes Industrial mit einer Baracke und ein paar Kleinigkeiten. Wenn du ein bisschen Glück hast, hast du da direkt Jackpot. Also wenn ich Glück habe, sehe ich hier nur Bäume. Kann er in der Nähe von dem Damm sein? Nein, nördlich davon. Nord, ich sehe den Damm, ich renne da mal hin. Kann aber ein bisschen dauern. Das müsste da sein, wo du auf der Insel warst. Frag da warst mich ja auch, nicht. War davor direkt so eine kleine Stadt, ne? Ja, aber hier ist gar nichts. Hier ist ein Flugzeugabsturz, ein bisschen ein Heli. Ja, aber dann bist du da in der Nähe, das ist doch schon mal was. Hier fliegt ein Heli rum. Muss bald sein. Ich höre ihn auch. Oh oh. Ich hab doch noch nichts. Hau ab. Okay, haut ab. Oder er holt nochmal aus und macht eine größere Kurve. Ja. Nee, der taumelt weiter. Als ich dich in GTA mit dem Rotor getötet hab, wo du am Hausdach standest. Aha. Das macht er jetzt bestimmt. Es sieht aber so aus, als ob der Ding. Weiß ich nicht. Der geht runter. Lupyansk hast du gesagt, ne? Ja. Lupyangs Bay oder so. Na, guck mal auf die Map, wo das ist, dann siehst du auch, dass du da sehr viele gute Möglichkeiten hast. Die Map nicht auf. Merkst du was? Ja, da ich jetzt auf dem Weg bin zu dem Heli-Absturz und dann zum Damm. Dann geh dahin, wo der Heli gelandet ist und klau den. Ja, das ist ein bisschen weiter weg. Lustig ist, wenn da noch ein Co-Pilot drin sitzt und du den entführst oder so. der kann da nichts machen. Wenn der aufsteigt, ist er tot und drin kann er nicht schießen. Gibt's nicht schon Fallschirme? Oh Gott, der kommt schon wieder. Hilfe, hinlegen. Komm mal in deine Richtung. Nur Updates am der ist am nur, Fliegen. Ne? Ich höre hier auch was. Oh, eine Libelle. Oh, hallo. Okay, der ist weggeflogen. Hört sich an wie ein Heli. Ja, ist schon klar. Kommt der näher oder weiter von dir? Ich laufe in seine Richtung und der kommt näher. Der ist weg bei mir aus der Sicht. Der Zombie hat mich gesehen? Niemals. Wie hat er das denn gemacht? Ninja. Nee, Militär. Nein, Ninja. Ninja, nein, nein, Militär. Hä? Was ist mit der Steuerung los? Ich kann nicht mehr schnell rennen, doch jetzt. Kommt der Heli schon wieder. Die Zombie-Agro-Range und sowas haben die echt gefickt. Ich schleiche im Wald am Arsch der Welt und plötzlich kommt ein Zombie angegangen. Ja, ja. Nicht mal so, dass ich gelaufen bin oder so. Ganz normal. Ach nee, da ist er ja schon. Ach komm, da kommt der nächste. Ja, ich bin schon gleich tot, ey. Bin ich so Zombie? Ey, wieso verregst du dauernd an Zombies? Weil direkt ein Zombie von irgendwo an am Arsch der Welt dann angelaufen kommt. Doch weg. Die sind ja, mach ich doch. Wie können die sich dann kriegen? Weil mitten im Wald irgendwo andere Zombies rumstehen, wo ich einfach hinlaufe und da kommen die auch noch an. Ich bin hier noch am Bluten.
so aufrecht kann man irgendwie nicht mehr laufen. Bedeutet, kann man nicht mal mehr im Wald aufrecht laufen. Ja. Naja, ein Vorteil der Random Zombies ist halt, dass sich nicht mehr Spieler irgendwie im Wald, ja, Sniper-Posis und so. Irgendwann spawnen dann Zombies und, wenn du das merkst und dich nicht repositionierst, sehen es vielleicht andere und wissen, wo du bist. Und du musst ja nur in die Richtung gucken und du siehst, ob da Zombies sind. Du musst die Zombies ja nicht einmal sehen. Und man hat auch schon Spieler. Oder ja, mindestens eine grobe Richtung. Das ist eigentlich cool, Anti-Camp und so. Und ich sage eigentlich, weil ich ja meistens campe und deswegen ist das eigentlich nicht gut. Ach doch, doch. Meinst du? Ja, natürlich. Ich robbe mich mal zu dem Heli hin. Ist hier ein Zombie und kommt mir so tot, weil die anderen auch alle ankommen. Nee, da ist einer. Du, ich komm. Ja, auf ihn. Dann stürzen sich die Zombies barbarisch auf dich. Das ist voll gemein. Ja, was haben wir denn hier denn Schönes? Was hast du gefunden? 2x4 und ein Painkillers. Also eine Waffe wäre jetzt cool. Was ist das? Ich brauch eine... Oh, was liegt denn hier? Liegt ja eine Waffe. Hier liegt eine Gatling rum. Die möchte ich haben. Ist einfach vom Heli abgefallen. Eine Waffe. Eine M14, ist klar. AGZ. Fettes Teil, ja. Wie gesagt, ja. Scharfschützenwaffen sind extrem selten in der neuen Map. Und M14 ist schon so eine Scharfschützenwaffe. So über... Was Praktisches hast du, Freund? Ja, so eine Axt oder so. Ja. Was ergibt sich mit den kleinen Dingen des Lebens? Ist doch so. Was soll ich mit so einem Teil, ey? Ich muss ja wieder rauskommen. Gott, ja, da haben die hier die komischen Vögel, die so hart picken, oder? Wir sind Predator irgendwie in den Wäldern, aber normal ist das nicht. Ich glaube nicht, dass es hier Vögel gibt. Ein bisschen voll Predator. Das wäre unmöglich. Ich habe schon einige Fliegen sehen, aber das möchte ich nicht sagen. Wo bist du eigentlich?
Ich bin Western Army Checkpoint. Ah. Unter. Mir hat eigentlich eher die Aussage geholfen. Ja, ich bin in deiner Nähe. Bist du in meiner Nähe? Nein. Außer du bist in meiner Nähe, dann bin ich automatisch auch in deiner Nähe, aber. Oh, ein UAZ? Voll geil. Ein Reifen fehlt, ansonsten ist das Teil gut. Ich glaube nicht, dass ich hier einen Reifen auftreiben kann. Oh Gott, hab mir einer gesehen. Aber ich weiß, wo es Reifen geben könnte. Ich werde mal so einen Reifen suchen. Wenn ich einen Reifen habe, dann komm ich dich abholen. Ja, bis dann bin ich bestimmt noch am Leben. Ach du Scheiße. Ja, ja, wenn ich jetzt innerhalb von 2 Sekunden Reifen findest und mich innerhalb von 3 Sekunden abholst, dann überlebe ich das. Ich habe eine DMR geschossen. Du hast eine DMR gefunden? Ja, das komische Scharfschützengewehr, Ding. Ja, was ist damit? Da hab ich damit geschossen. Ach so, mit der M14. Mit der M14, ja. Ach so, wieso? Wieso tust du sowas? Weil mich ein Zombie angegriffen hat. Und dann schießt man mit einer M14 rum. Richtig. Okay. Und die anderen Zombies wollen jetzt auch so eine DMR, beziehungsweise eine M14 haben da. Na gut, dann bist du tot, dann leg dich hin. Auf dem Rücken, Beine hoch. Kacke. Zombie, hau ab. Einer rappt mir nur hinterher. Ich bin ein bisschen außerhalb, da kann ich ihn abschnellen. Ich hab hier 4 Heatpacks. Das sollte reichen, dass ich es auf dem Berg schaffe, lebend, um den Heli zu plündern. Lalala. Ach, hör auf, das kommt mit aus dem Wald zum Jan. Ach, leck mich doch am Arsch! Wie viel kommen denn aus dem Wald geschissen? Na, man sollte nicht einfach rumballern, Digga. Mitten aus dem Wald! Kommt eine ganze Horde an, glaube ich. Ich weiß nicht, wie Stadt wäre. Aggros würde ich einfach weglaufen, wenn du nicht gerade irgendwo im Wald bist. Und um Bäume rennen, hier sind so viele Bäume, hier ist alles nur Wald. Dann bist du die Viecher los. Und nicht da rumballern. Brauchst du nur durch den Wald laufen, durch den Baum, da stehst du direkt neben einem anderen Zombie. Das ist der Problem, sagst du? Ja, irgendwie schon. Hilfe. Ja, komm noch näher. Oh, der ist weg.